楽しめそうじゃん。Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Street Fighter 6 Video, beziehungsweise Street Fighter 6 Video, und zwar geht es weiter mit Yuri Online Matches. Wir haben uns wacker geschlagen und verteidigen gerade unseren Gold 5 Status. Und ich habe mich mal entschieden, mit Yuri eine eigene Farbe zu haben. Die gefiel mir am besten. Klar, ich habe noch die Chun-Li-Farben. Aber die gefallen mir bisher am besten und deswegen werden wir in Zukunft erstmal mit den Farben spielen. Und wie immer am Anfang des Videos werde ich euch am Anfang hier mitnehmen. Aber wie gesagt, die Haare sind sehr gut. Oder wenn wir mal gucken. Es wird weiterhin hart bleiben. Okay. Oh, endlich mal eine Marissa. Da werde ich mal gucken jetzt, wie ich damit klarkomme. Das ist quasi unsere erste Begegnung mit Marissa. Im Online-Match. Da wollen wir mal gucken. Gut. Ich hätte greifen sollen. Das ist das Problem, weil ihre Normalschläge, die bleiben zu gut. Das ist das Problem, man kann nicht aufstehen. Man kann nicht aufstehen, das ist mein Problem. Was ich noch nicht so gut checke. Ja, ich hätte greifen sollen. Das ist das Problem, was ich habe hier. Aber das nehme ich im Kauf. Ah, die bleiben ruhig. Das ist mein Problem. Das bricht. Und ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht auf... Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen Marissa gut ankomme. Das ist mein Problem. Ich kann nicht aufstehen. Seht ihr das? Seht ihr das?
Wie gesagt, ihre Normals greifen so früh, dass ich da... Ich hatte am Anfang besseren, aber... Ja. Das ist die Lernkurve, die ich haben muss, weil Matchup und so weiter. Alles klar, wir sehen uns dann im nächsten Match. Okay. Huh. Jamie, Baby. Das könnte für mich angenehmer sein, aber ja. Anti-Air, Mann! Oh. Der schwingt so viel rum. Wieso habe ich ja... Da habe ich hier Dingens. Bisschen Schaden. Okay, ich habe ein bisschen dazu forciert, aber ja. Schwierig. Ich hätte ihn brechen können, aber ja. Normals, Mann. Ja, jetzt lass ich mich einladen. Jetzt habe ich mich einladen lassen, aber richtig. Ah! Mann! Ja, greift mich wieder. Ach man, jetzt, ach man! Ach man, ey, Mann. Diese Scheiße wieder. Ich verstehe es nicht. Wieso kriege ich das nicht hin? Ja, komm!
Ich muss grounded kämpfen. Ziemlich grounded. Wieso geht das? Mann! Manchmal verstehe ich es echt nicht, dass ich da nicht zum Greifen komme. Schaden. Warum block ich nicht? Warum habe ich immer Angst, dass die alle gleich grappen? Ah, oh, das ist so. Das ist so dieses Mindset, was ich noch nicht habe. Warum habe ich dieses dumme Mindset? Mann, immer dieses dumme Greifen. Ah, ja, 2-1, wie üblich, ja. Wir sehen bei uns beim nächsten Kampf. Entschuldigung, aber da müsst ihr durch. Okay, Ken Masters, Baby. Ich meine, gegen Jamie hätte ich es eigentlich schaffen können. Mein Problem ist dieses dumme, ständige Denken. Ja, die greifen gleich. Wieso kommen die? Wieso schaffe ich das nicht? Nee, er bleibt ruhig. Wieso ist er da nicht im Minusring? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es manchmal nicht. Warum ist er da nicht in Minus? Das. Mann, ey, ich bin dumm. Dumme auf Safe spielen und nichts machen. Hey, das muss ich wissen. Ah! Mann! Entschuldigung. Das ist halt meine eigene Unfähigkeit, auf die ich sauer bin, weil ich. Ja, hock da weiter, ey. Hock da weiter. Der macht weiter, ey. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
Dieses Abwarten und Tee trinken, dagegen habe ich nichts. Dieses Abwarten, Tee trinken, weißt du, und greif dann an, wenn ich es nicht erwarte. Oh nee! Nein! Ich hab wieder verloren, weil ich mich in die Ecke reinpusten wollte. Ey, weißt du was? Ah, weißt du was? Ey. Mm. Gott. Ah, das muss besser werden. Das muss besser werden. Okay, wir sehen uns beim nächsten Part. Here comes a new challenger. Ein geil, na toll. Ich meine, ich kann es schaffen, aber mal gucken. Meine Reaktion ist... Gott! So eine dumme Scheiße! Ja, dann machst du Flashkick oder was? Kannst du dich mal... Meine Fresse doch mal! Ey, ich kapiere es nicht! Meine Fresse, dass ich da nicht rankomme! Die hauen alle von mir ab! Alle! Alle! Das ist so shit! Ja klar, greif mich! Mann! Ja,
Und wieder habe ich verloren. Mann! I don't get it. I don't get it manchmal. Ich bin auch viel zu unruhig. Ich verstehe es nicht. Bin ich zu langsam oder was? Oder? Guck mal! Ja klar. Abwarten, Tee trinken. Tut mir leid, Leute, aber ich glaube, ich kick heute wieder nur auf die Fresse. Ich kann es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Dieses Abwarten, Tee trinken. Abwarten, Tee trinken. Das ist... Ich meine, es ist wichtig, dass die mir weg aus dem Nahkampf gehen. Aber das... ich meine, geil, ja klar, aber come on, Alter. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es noch nicht. Mann. Comes a new challenger. Okay, Manon. Oh, Mann. Da müssen wir auf diesen einen Normal aufpassen. Ja, es abhauen, nichts machen. Klar, das kann mich tilten. Tut es auch. Aber das ist eine Spielweise, die ich die, ja, mag ich auch nicht. Was ist jetzt los? Das ist nicht euer Ernst. Mann! Das ist doch nicht euer Ernst. Ich hab sie doch in der Tasche. Ach, come on. Er spielt gut. Er benutzt die. Und ich hab schon wieder verloren. Ich verstehe es nicht. Ah. Das ist das, wenn man seine Kombo nicht weiß. Er springt, aber es ist gut. Grounded gegen die zu kämpfen, das ist ihr Bereich, nicht meiner. Naja, immerhin gewinnen wir mal Kämpfe. Meine Güte, ey.
Spielt mit seiner Reichweite jetzt, der Nein. Okay, gut. Wer ist der Sieg? Grounded kämpfen. Naja, egal. Oh, machen wir noch einen und dann. Für diese Session und dann schauen wir mal. Okay, letzter Gegner für diese Session. Es ist wieder ein Ken. Wenn sie Ken. Wollen wir mal gucken. Wir können Ken schlagen, aber dafür müssen wir mega smart sein. Denn die Bewegung ist bei Ken sehr wichtig. Ich weiß nicht. Da ist es wieder. Abwarten und Tee trinken. Das können die alle. Guck mal, ich kann nicht wake-upen und ihn wegrappen. Was ist dieses Scheiß? Abwarten und Tee trinken. Einfach warten. Immer dieses dumme Warten. Entschuldigung. Es ist eine taktisch richtige Entscheidung, aber... Punish Counter. Okay.
Ich bleib ja zumindest irgendwie in Bewegung. Die hauen ja auch immer von mir ab. Ach komm, lass wenigstens ein Match gewinnen. Immer dieses nach hinten springen. Ein Kampf habe ich gewonnen. Er macht wieder. Mann! Der springt immer. Er springt wie ein Erstklässler. Mann! Der ist immer in Bewegung, der Penner. Mann! Da ist es wieder. Abwarten. Tee trinken. Jo. Ja, ich wollte zu viel. Ja, immerhin habe ich den Penner einmal besiegt. Meine Fresse. Ey, der springt so viel rum. Meine Reaktion ist echt für den Arsch. Naja, egal. 2-1. Immerhin. Okay, meine Damen und Herren, das wär's für diese Session. Entschuldigung, aber diese Frust müsst ihr miterleben. Das ist halt eine Art Verarbeitung. Ja, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal meine Lernkurve kriegen, die Spielweisen hier kennenlernen. Ich muss da manchmal richtig ran und manchmal muss ich ein bisschen mehr abwarten, aber wenn ich abwarte, dann gehen die ab und eigentlich, wenn die in den offenen Kampf gehen, ist es so eine willkommene Türöffnung für Yuri. Nur irgendwie komme ich da nicht gut ran. Dass die da ihre Drive-Rush-Kombos können, ist mir egal. Mein Problem ist einfach, ich muss darauf sehr gut reagieren und meine Reaktion ist gerade wirklich noch ganz weit weg, weil, mein Gott, wie oft ist der Typ gesprungen, wie oft hatte ich ihn? Ich habe ihn auch einen Kampf gehabt. Das war richtig gut. Da habe ich ihn richtig gut forciert. Da hatte ich ihn mal kurz, da war ich kurz in seinem Kopf drin, aber das hier, ey, ach, naja, egal. Na okay, wenn es dir das Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und einen Kommentar und wenn euch nicht nur mein Speedfighter-Zeug gefällt, hinterlasst ein Abo da und klingelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Wir sehen uns wieder dort, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Bye, bye!